Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCard1210 zu einem tierischen Unboxing. Ja, heute geht es um den Film Pets 2 auf Blu-ray. Den werde ich gleich auspacken. Der ist vor ein paar Tagen ganz neu, fresh erschienen und kommt von Illumination. Dieser neueste Animationsspaß mit Haustieren. Ja. Auf dem Cover sehen wir hier diverse Haustiere. Unter dem FSK-Logo ist noch ein Tier versteckt. Und unter dem Sticker werden wir gleich alles sehen, Freunde. Inklusive Minimovies mit den Minions und Gidgets. Minions? Was sind Gidgets? Ja, die Hülle ist auf jeden Fall richtig nice. In einem schönen Orange, würde ich sagen. Oder rot-rötlich. Und das Cover sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus. So, das Ganze sieht von der Seite so aus. Da haben wir den guten Max, der uns im DVD-Regal oder Blu-ray-Regal anschaut, wenn wir das dann so stellen. Ja, Pets 2. Der erste Film war ja ganz cool und jetzt kommt halt der zweite. So, in Pets 2 geht es wieder tierisch zur Sache. In ihrem neuen Abenteuer stellen sich die flauschigen Vierbeiner ihren Ängsten und Sorgen dabei für grandiose Unterhaltung. Ja, die Story. Terrier Max und Riesenfellknäuel Duke können sich mittlerweile ziemlich gut riechen. Doch plötzlich wird ihr Leben vollkommen durcheinander gewirbelt, denn es gibt Familienzuwachs und das süße Menschenbaby muss im chaotischen Großstadtdschungel behütet werden. Diese Verantwortung ist zu viel für Max und so fährt die ganze Familie zur Erholung aufs Land. Wird er bei den wilden Treiben auf dem Bauernhof seine innere Ruhe finden? Zu Hause hat indessen Zwergspitz Lady Gidget alle Pfoten voll damit zu tun, Max Lieblingsspielzeug zu hüten. Und Superhase Captain Snowball nimmt seinen ganzen Heldenmut zusammen, um einen Tiger aus den Fängen eines fiesen Zirkusdirektors zu befreien. Ich hätte ja gesagt, was ist Gidgets, also Minions, das sind ja diese gelben Dinger. Und Gidget ist dann halt dieser hier, ja, diese Hundedame. Und Captain Snowball sehen wir hier, der böse Hase, aber sehr, sehr knuffig. Ja, alle wieder mit dabei und natürlich auch neue Charaktere werden wir sehen. Und das Ganze hat natürlich sehr viel Bonusmaterial. Über 90 Minuten, das ist richtig gut. Super Gidget. Ah. Und Minion Scouts. Zwei neue Mini-Movies auf solche Movies freue ich mich natürlich sehr, weil es einfach eine schöne Sache ist. Über 90 Minuten, wie gesagt, Bonusmaterial, unveröffentlichte Szenen, eine tierische Party, die neuen Abenteuer von Captain Snowball und mehr. Das Ganze kommt von den Machern von Ich, einfach unverbesserlich. Und jetzt schauen wir uns mal die Sprachen an. Das Ganze dauert fast 90 Minuten, ist in diesem Bildformat und hat Deutsch, Englisch in Dolby Atmos, Italienisch Dolby Digital Plus 7.1 und ja, klasse, Türkisch in Dolby Digital 5.1. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dankeschön an Universal, die das rausgebracht haben. Das ist für mich absolut ein Grund, diesen Film zu kaufen und direkt zum Launch zu kaufen auch. Die Sprachen sind sehr gut gewählt. Also alle Sprachen dabei, fast alle. Untertitel haben wir Deutsch, Englisch, Italienisch und Türkisch. Und jetzt machen wir das Ganze auf, ja, beziehungsweise wir gucken hier erstmal ein paar Szenen an. Ja, hier verkleiden sich die Tiere wohl und hier ein neuer Charakter. Und Captain Snowball ist mit seinem S auch in einem Superheldenanzug. Also es muss sich wohl irgendwie um Superhelden drehen. Ja, in dem Film. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Und zum Vorschein kommt hier, oh, ein süßer ein Hund, oder was ist das? Ein Hund.
Und das Ganze schauen wir mal rein. Ich muss schon wieder die Schere nehmen. Zack. So, da kommt das schöne Cover nochmal zur Geltung, ohne Folie natürlich. Sieht richtig nice aus. Und wie gesagt, die Farbe gefällt mir super gut. Also das ist wirklich so eine tolle Farbe, die die da ausgewählt haben. Und ja, klasse. Und wir schauen mal rein. Da sehen wir übrigens, wer hier unter dem FSK-Logo versteckt ist. Dieser Hund hier. Ja. Wunderbar, das Cover ist auch cool gemacht. Ist das gleiche eigentlich, oder? Ja, das gleiche. Und hier haben wir noch ein paar schöne Merchandise-Artikel, T-Shirts, irgendwelche Hüllen und Bettwäsche kann man sich knufflig schön einpennen. Und von den Haustieren und dem Film Träumen. Und dann diese Popfiguren. Auch ziemlich cool. Und da haben wir noch andere Sachen. Eine Plüschlampe. Ah. Was ist das denn hier? Keine Heimlichkeiten. Eine Bewegungsmelderlampe. Nachtlicht. Also das sind alles Produkte, die man sich hinstellen kann, um das Zimmer zu verschönern und Licht in das Ganze zu bringen. Pets 2. Ja, schöne Werbung. Hier nochmal das tolle Cover. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.